Willkommen, Duftetypen, zu Dark Souls. Ihr konntet gegen Ende von Gothic 2 aussuchen, was wir spielen, und die Wahl fiel auf Dark Souls. Finde ich gut. Dark Souls mag ich, wenn man hier so guckt, so, ich hab's auch schon ein bisschen gespielt, so ein bisschen mehr vielleicht auch schon als andere Spiele. Finde ich nicht schlecht. Ich würde sagen, schnack nicht lange, sondern steig rein. Yes, indeed. It is called Lothric, where the transitory lands of the Lords of Cinder converge. In venturing north, the pilgrims discover the truth of the old words. Go without thrones. When the link of fire is threatened, the bell tolls, unearthing the old lords of Cinder from their graves. Aldrich, Saint of the Deep. Farron's undead legion. The Abyss Watchers. And the reclusive lord of the profaned capital. Yon the Giant. Thrones. And the unkindled will rise. Nameless, accursed undead, unfit even to be Cinder. So it is that Ash seeketh embers. Ihr habt euch nicht nur für das Spiel entschieden, denn im Discord bei mir habe ich auch so relativ, zwar relativ kurzfristig, aber da konntet ihr euch entscheiden, welche Startklasse wir hier nehmen, und ihr habt euch für den Battler entschieden. Den da unten. Den nehmen wir auch. Machen wir. Macht den Anfang auf jeden Fall ein bisschen schwieriger. Das ist nicht ganz so easy going. Ansonsten verlieren wir vielleicht noch ein paar Worte zu den anderen Klassen. Das meiste bei den Klassen, was sich wirklich unterscheidet, ist halt das Start-Equipment ist halt sehr viel. Ne? Die alle haben irgendwelche Waffen, vielleicht schon ein paar Zauber, mal einen Ring oder so. Und halt schon ein paar Stats verteilt. Aber alles in allem kann man mit jedem alles machen. Ja, ob wenn man Magier sich aussucht, kann man trotzdem voll der krasse Krieger werden. Je nachdem, wie man sich im Laufe des Spiels entscheidet. Was wichtig ist für den Anfang, ist das Begräbnisgeschenk. Also ich habe schon einen Favoriten, aber ich gehe mal die Liste so ein bisschen durch, um vielleicht auch euch, die vielleicht mit Dark Souls gar nichts am Hut haben, oder vielleicht auch schon ein bisschen was am Hut haben, zu erklären, warum manche Dinge oder viele Dinge in dieser Liste einfach komplett Schwachsinn sind. Wir fangen von oben an. Keine ist doof, ne? Besser was haben als nicht.
Der Lebensring ist komplett unnötig. Man hat ein bisschen mehr Leben, wenn man den anzieht. Kann für den Anfang nützlich sein, ist aber, man findet den später eh und eigentlich braucht man es nicht unbedingt. Göttlicher Segen und verborgene Segnungen sind fast das gleiche. Na, ihr seht ja, es ist warmes Weihwasser, stellt HP vollständig her, heilt Leiden. Das Ding ist im Prinzip die schlechtere Version von dem da. Ist ein Trank, der einmal Full Heal macht. Den kann man auch nur einmal benutzen und dann ist er weg. Braucht man nicht wirklich, also es ist nicht unbedingt nötig. Sind beide auch so, braucht man nicht. Schwarze Feuerbomben sind auch nur Bomben, die man werfen kann, aber die würde ich immer noch vor all dem anderen hier oben wählen, denn sie haben zumindest gerade am Anfang eine Nützlichkeit vom ersten Boss. Den ersten Boss kann man mit den Dingern nämlich ziemlich leicht besiegen. Braucht man auch nicht unbedingt, aber mit den Dingern geht's ziemlich easy. Ist auf jeden Fall für mich eine Option, wo ich sage, ja, könnte man vielleicht gerade mit dem Bettler mitnehmen, dass wir beim ersten Boss ziemlich easy dran vorbeikommen. Denn ansonsten ich sag mal so, meine Standardentscheidung ist meistens der feurige Edelstein, weil damit kann man sich ziemlich recht früh jetzt am Anfang schon eine Waffe mit auf Feuer umschmieden, dass die einfach ein bisschen mehr Damage macht. Man kann sich eine gute Waffe bauen, ja? Aber auch nicht unbedingt nötig. Herrenlose Seele sind einfach nur ein paar Souls, das ist so das Unnötigste von allen, weil Souls sammelt man eh ohne Ende in dem Spiel. Jetzt am Anfang ein paar mehr zu haben, macht den Kohl nicht fett. Rostige Goldmünze, wenn man die nutzt, dann hat man für eine kurze Zeit einen besseren Drop-Luck, dass die Gegner ihre Items droppen, die sie droppen können. Das ist eigentlich auch unnötig, braucht man eigentlich gar nicht. Geborstener roter Augapfel, damit kann man PvP machen, damit kann man andere Spieler invaden. Braucht man, also man kann halt direkt schon von Level 1 invaden. Braucht man, finde ich, aber auch nicht unbedingt, weil wenn man wirklich PvP versiert, ihr wisst, was ich meine, dann holt man sich eh das Ding, womit man das unendlich machen kann. Naja, ist es auch Schwachsinn. Der Zweig, finde ich, ist auch noch eine gute Überlegung. Damit kann man sich am Anfang, gibt so einen Levelabschnitt, wo so ein Riese auf dem Turm ist und so runterschießt. Und wenn man den sich am Anfang einpackt, dann schießt der auf einen zwar trotzdem, aber das macht keinen Schaden, man ist dann sein Kumpel. Den Zweig bekommt man zwar so auch, aber so spart man sich ein bisschen Laufweg, wenn man den schon hat. Ja, das wär's. Mehr können wir nicht aussuchen. Also im Prinzip, wenn es nach mir geht, hat man hier drei Auswahlmöglichkeiten. Schwarze Feuerbomben für einen easy ersten Boss, Edelstein für eine relativ gute Anfangswaffe oder den Zweig für ein bisschen später, ja, ein bisschen Lauf ersparen. Also man kann, aber eigentlich läuft man da eh so oder so lang, also ist alles nicht so krass. Ich nehme den Edelstein. Das machen wir. Wofür ich den verwende, habe ich auch schon eine Idee. Ich werde mir, glaube ich, eine Peitsche damit machen. Eine Feuerpeitsche. Und ganz lustig abgehen. So, den nennen wir Dufte. Der ist richtig Dufte, der Typ. Und natürlich müssen wir ein Aussehen machen. Ich habe das aber schon vorbereitet. Ich habe nämlich versucht, mich so gut es geht selbst abzubilden und dann ist das hier dabei rumgekommen. Der ist doch schick. Aber wenn der nicht geil ist, dann weiß ich auch nicht. Also der ist doch schick, den werden wir spielen. Der ist sehr dufte, der ist richtig dufte drauf, der Typ. Den werden wir spielen. So. Also unser dufter Bettler. Im Prinzip haben wir hier schon genug Worte verloren. Wir wollen endlich zocken. Jawohl. Ist es auferstanden? Die Perversion des Lebens. So, ich hoffe, die Framerate bricht bei mir nicht so ein. Ansonsten könnt's an. Wenn ich versage, liegt's an mir. Ich habe alle Ausreden ansonsten schon eliminiert, denn falls ihr es noch nicht gesehen habt, ich habe meinen Controller ein bisschen repariert, weil bei datenschutz Problem hier den R2 Trigger, den hier. Der wollte nicht. Den habe ich ein bisschen gefixt.
Das könnt ihr euch auch anschauen, wenn ihr Bock habt. So ein bisschen Controller auseinanderbauen und Stuff. Oh, direkt ein Beschleuniger oder was? Hier, das ist aber ein Rare Drop von denen, ne? Diese komische Glocke, die wir gerade gekriegt haben. Damit können wir Wunder wirken. Das heißt, wir könnten uns schon überlegen, ob wir direkt jetzt von Anfang an Holy Moly machen wollen. Das ist sehr, 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 sehr glücklicher Drop gerade. Finde ich sehr gut. Den Estus. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen reinflexen. Wahrscheinlich werde ich ein paar Mal sterben hier am Anfang. Bis ich wieder drin bin. Aber es ist nichtsdestotrotz, ne? Dark Souls, auch wenn man das Ewigkeiten und viele, viele hundert Stunden schon gespielt hat, es bleibt trotzdem immer irgendwo eine Challenge vorhanden. Die eigene Dummheit nämlich. Ja, das bleibt immer. Ich weiß nicht, so eine Prognose. Ich habe überlegt, ob ich jetzt zum Anfang schon eine Prognose abgebe, wie lange wir ungefähr brauchen. Also was ich vorhabe, ist auf jeden Fall wirklich alles zu besuchen. Ja? Wirklich versuchen, alles mitzunehmen, was wir irgendwie mitnehmen können. So Items, jeden Weg, so, ne, alles was wir so können. Versuchen wir mitzunehmen, es sei denn, es gibt eine Stelle, die mich so hart abfuckt, dass ich da nicht lang gehe. Also dazu werden wir alles machen, ja. Auch keine Glitches, kein nichts, wird kein Speedrun. Nur ganz entspannt eine Runde Dark Souls zocken. Hab ich richtig Bock drauf. Der hier ist die erste Challenge. Frontstab! Und noch ein Frontstab! Schnell, schnell, schnell. Jawohl. Also der erste Gegner, der eigentlich so eine Challenge darstellt, wenn man wirklich frisch reinkommt, dann denkt man sich so, okay, okay. Aber an sich ist ja auch nicht so schwer. Die Überlegung ist halt die, eigentlich, den mache ich häufiger mal auch erst später, also nach dem ersten Boss. Weil falls wir jetzt mit dem Bettler Gefahr laufen, da den nicht direkt am Anfang zu schaffen, dann hängen wir da fest und die 4000 Seelen, die wir jetzt eingesammelt haben, könnten wir da verlieren. Also diese Gefahr, das Risiko besteht. Ja. Also Seelen zu verlieren ist an sich nicht so schlimm in Dark Souls. Ne? Das Sterben ist eigentlich an sich nichts Schlimmes. Es ärgert einen immer trotzdem, also gerade wenn man so ein paar Seelen verliert, weil es einfach zeitlicher Verlust ist, ne? Weil die Seelen kriegt man ja trotzdem irgendwo wieder rein. So, die spielt man einfach wieder rein. Die kann man sich reinfarmen. Aber das ist halt eben, ne, der zeitliche Verlust, der einen vor mich halt extrem ärgert. Immer. Ich denke so, boah, jetzt war es da eine Stunde Farm oder so. Dann verlierst du die ganzen Souls und dann ist eine Stunde für den Arsch gewesen. Das ist vor allem später dann, wenn die so ein paar hunderttausend Seelen dann auf einmal weg sind. Das ist dann immer ein bisschen nervig. So, wie gehen wir jetzt hier? Gehen wir erstmal links, glaube ich, ne? Springen ist auf dem linken Stick, ne? Ich glaube schon. Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich finde die grüne Nase geil. Also, der ist auch lustig drauf, der ist gut. Das könnte ein bisschen zu hoch sein für uns. Meistens lasse ich mich hier runter droppen, box den Bogenschützen um und dann können wir den da hinten machen. Tschüss! So, diese Brandbomben, die sind wichtig, denn auch wenn wir
das wird unser Main. Unser Main sein. So, hier können wir auch erstmal aufräumen. So, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir alles hier unten nicht. Wir brauchen hier. Das brauchen wir auch erstmal nicht. Mana haben wir nicht. Das brauchen wir. Die Feuerbomben. Diese 5. Diese 5, die man hier am Anfang findet, die sind für den Boss hier richtig, richtig stark. Habe ich ja schon beim Charakterscreen erwähnt. Das sind aber nur die normalen. Also die reichen nicht, um den Boss zu killen, aber die nehmen, glaube ich, so 3/4 Leben weg oder so, wenn man alle 5 trifft. Das macht den schon ziemlich leicht. Also vor allem die zweite Phase. Er nimmt es dadurch sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil zu bewältigen. Wir haben aber auch nur 5 Stück. Wenn wir das nicht first try machen, dann haben wir gar keine mehr und dann wird es schwieriger. Das ist so das Ding. Was haben wir eigentlich hier mit? Ich weiß gar nicht, was das für ein... Keule habe ich nicht so oft gespielt. Was die macht. Damage Buff oder so? Kann das sein? Ist die Damage erhöht? Ansonsten die schwarzen Feuerbomben, die man am Anfang wählen kann, die reichen zu 100% aus. Wenn man die alle trifft, dann braucht man nicht einmal an den Boss hier rantreten. So, dann wollen wir auch schon loslegen. Er sieht am Anfang noch so leicht aus, aber ich sag euch, später im Spiel wird mir das Spiel auch noch ordentlich den Arsch aufreißen. Das ist einfach Dark Souls ist. Vielleicht hier auch schon. Können wir eigentlich mit dem Ding parieren? Nee, leider nicht. Ah, schade. Weil den kann man nämlich parieren, den Boss. Das ist schon sehr praktisch, wenn man das dann auch kann. So. Hier ist auch gut zu wissen, sobald man das Schwert rausgezogen hat, kann man schon auf den einkloppen. Man sieht zwar noch keinen Lebensbalken, aber es wird schon von dem Lebensbalken abgezogen. Deswegen sofort draufhauen. Ich erinnere mich immer zurück, so das erste Mal, wo man von diesem Typen stand, man dachte sich so, boah, ist der hart, ist der schwer, und ist das ein krasser Boss, ist der heftig. So. Aber die Frage ist, wo entwickeln wir unseren Charakter hin? Mehrere Möglichkeiten, die Spaß machen. Vielleicht habt ihr ja schon eine Idee, was für eine Waffe wir, weil das meiste hängt immer mit der Waffe zusammen, welche man spielen will. Je nachdem skillt man dann, also so mache ich das meistens. Denke mir so, oh, die Waffe will ich spielen und dann skill ich so, dass die gut ist. Das ist die Frage, mit was für einer Waffe spielen wir? Also ich habe ja Bock, mit dem Flammenstein, den wir jetzt am Anfang haben, eine Peitsche zu machen, weil die mega nützlich ist. Also gerade eine Feuerpeitsche ist mega geil. An manchen Stellen ist die halt sehr, 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 sehr geil. Du kommst halt auch nicht, ne? So eine, dann müsstest du geboostet sein. Boah. Flammenpeitsche. Die Magie der Flammenpeitsche. Die ist vor allem hier vor den Deacons. Ist hier richtig, richtig geil. Weil die Viecher mit Feuer richtig gut interacten so. Die brennen dann gut ab. Schwertmeister müssen wir noch machen. Der ist jetzt, glaube ich, so unser erster richtiger Gegner. Über den verkacke ich auch häufiger mal.
Papaus. Magie? Wollen wir Magie machen? Ich weiß nicht. Also Magie kann ja sehr strong sein. Aber auch ohne Magie ist man sehr, sehr strong. Ich weiß noch nicht. Also Kumpel von mir hat gesagt, hier das Schwert von den Abyss-Watchern. Pharaons Großschwert. Mit dem soll ich mal spielen. Im selben Gespräch habe ich noch erzählt, ja, das Ding ist aber auch mega strong. Das wäre eigentlich keine große Challenge, weil das Ding ist halt wirklich sehr, sehr stark ist. Aber es hat ein cooles Moveset. Das mag ich auch sehr. Und man kann damit parieren, obwohl man kein Schild trägt. Ich glaube, wir gehen erstmal hier hoch. Machen erstmal das ganze Einsammelgedöns. So, wir machen erstmal hier das Schwertchen. Denn hier am Feuerbahnschrein gibt es ja einiges schon. Und bevor wir überhaupt, sag ich mal, ins erste Level kommen, kann man ja einiges einsammeln. Was uns das Abenteuer doch sehr, sehr erleichtert. Ich würde sogar jetzt schon einmal skillen. Das ist eigentlich auch der Vorteil des Bettlers, weil der ist halt, was die Stats angeht, ziemlich ausgeglichen. Ne, wir haben alles 10. Wir können uns wirklich alles, alles steht uns offen. Gerade überlegen. Ich glaube, ein bisschen stärker beim wir brauchen. Ich glaube 12. Und den Rest setzen wir erstmal in Leben. Ist mein Tipp auch für jeden Neueinsteiger. Setzt erstmal richtig viel in Leben. Weil dann wird unser euer roter Balken da oben richtig groß. Und dann verzeiht euch das Spiel gerade am Anfang viel, viel mehr Fehler. Ja, wenn er mal hier getroffen wird, dann ist das nicht so schlimm. Ihr seid nicht gleich mit 2, 3 Hits down. Das macht das Ganze ziemlich leicht. Bis zum gewissen Stück des Spiels, wo man dann immer mit 2 Hits stirbt. Dann ist das auch egal. So, hat er uns nicht was gegeben? Ich weiß auch nicht, ob ihr euch die Dialoge angucken wollt. Wahrscheinlich nicht. Also ich habe jetzt nicht so Bock, mir die nochmal reinzupfeifen. Es sei denn, wir machen vielleicht die eine Questreihe. Mit der Hochzeit. Weil die habe ich nämlich auch nicht mehr ganz so im Kopf. Wie das da eigentlich war. So, wir gehen erstmal hier zum Bäumler. So, und bei dem können wir uns später Samen abholen. Bei dem weiß ich bis heute nicht, wie man da die Samen bekommt. Ob das nach Zeit geht, nach Bosse gekillt oder Souls eingesammelt, keine Ahnung. Aber irgendwann sind da neue so eine komischen Baumsamen. So, da müssen wir jetzt rauf. Erster komische Sprung, den man hinkriegen muss. Ah, nicht ganz. Ja, zu weit links. Kann sich nur um Stunden handeln. Ach, come on. Der war doch schon fast da. Ah, da muss man ein paar Mal üben. Aber wenn er erstmal mit drin hat, dann schafft man ihn eigentlich regelmäßig. Ja, come on. Come on! Es geht doch. Endlich sind wir hier oben. Hier gibt es nämlich noch extra viel Stuff. Eigentlich, ich glaube nicht, dass das gewollt war mit dem Baum. Ich glaube nicht, dass das gewollt war. Das hat man als Spieler, die Spieler irgendwann so rausgefunden, dass das geht. Ich glaube nämlich nicht, dass das so gewollt war, dass man das so hoch schafft. So, hier beim Raben können wir tauschen, das machen wir später nochmal. Aber das hier ist wichtig, Estos Scherbe. Damit kriegen wir einen Heiltrank mehr. Und dann kriegen wir hier noch einen schicken Ring. Der uns vor allem den Anfang sehr gut machen lässt. Den silbernen Schlangenring, den ziehen wir auch an. Aber gerade eh, glaube ich, nichts viel, ne?
Der macht folgendes, dass wir, wenn wir Viecher abmurksen, kriegen wir mehr Seelen. Einfach, ich glaube, weiß gar nicht, 10% oder so, 10% extra Seelen oder sowas. Läppert sich auf Dauer, vor allem, wenn man den hier von Anfang an schon hat. Bestimmt so ein, zwei extra Level dabei. So, leider müssen wir aber nochmal hoch. Aber bevor wir hochgehen, können wir nochmal beim Händler ein paar Sachen einkaufen, die wir oben eintauschen können. Und zwar einmal so einen Prismastein können wir tauschen. Dann so eine Bombe haben wir noch. Was konnte man noch tauschen? Ich glaube sonst hiervon nichts. Ansonsten brauchen wir hiervon irgendwas, ich glaube gerade nicht. Obwohl, eine Fackel könnten wir eigentlich schon mal kaufen. Die werden wir später brauchen. Ashen One. Ashen One. So, dann wieder hoch. War nicht hier lang. Ah, Dark Souls ist schon... ist geil. Gibt einen Grund, warum ich hier mehrere hundert Stunden drin versenkt habe. Das Spiel ist schon echt schön. Das Einzige, wo ich so wirklich sage, wo Dark Souls echt ein Problem mit hat, ist halt das PvP. Nicht, dass das PvP-System schlecht ist, sondern einfach die Server, die Connections, die ganzen Lagsteps und all den ganzen Scheiß. Das ist nicht geil. Das ist absolut nicht geil. Ansonsten ist ein cooles Ding. Sag ich ja, sobald man das einmal trainiert hat, kommt man da auch regelmäßig auf. Wenn man das erstmal drin hat mit dem Sprung, dann kriegt man den öfter auch regelmäßig hin. So, was wir noch einsammeln müssen, ist hier oben. War hier oben? Stimmt, den Käfer müssen wir noch. Den Käfer brauchen wir noch. Und wenn man, was ganz cool ist, wenn man Magic ist oder so am Anfang ausgewählt hat, kann man auch den Schwertmeister von hier oben relativ easy cheesy. Den da hinten easy cheesy von hier oben einfach totballern. Oh, das können wir jetzt gerade nicht. Den machen wir dann danach, wenn wir hier den Käfer eingesammelt haben. Den hier. So. Das können wir jetzt bei der Krähe noch tauschen, so ein bisschen Stuff. Also eigentlich schon ganz gut to go. Ah, der Schwertmeister ist echt so. Ah, ist schon. Ich versuche meistens den gar nicht zu bekämpfen, sondern ihn immer irgendwie in den Abgrund zu locken. Für mich mal oft die vielversprechendere Taktik. Ah, nee, stimmt, ganz hoch kommen wir ja gar nicht. Ne? Wir müssen, wenn, dann können wir ja noch hier tauschen. So, ich krieg gewundert, hä, warum komme ich da nicht aufs Dach rauf? Hier, glaube ich. Quack, quack. Ja, wir möchten tauschen. Wir möchten tauschen und zwar, das könnten wir einmal ablegen. Kriegen wir was von. Und von einer so eine Bombe. Warum kann ich die nicht ablegen? Pumperum! 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 Jawoll! Funkeltitanit. Muss ich das erst hier unequippen, bevor ich das droppen kann? Tatsache. Okay. Pumperum! 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 Eine große Schabe. Jo. Gut. Ah, waffenmäßig will ich gerade echt noch so, welche Waffen wir nehmen. Also die Doppelsensen sind halt auch geil, aber die kriegt man halt echt erst spät. Sehr, sehr spät erst. Doppelsense wäre halt auch cool. Die machen Spaß. Wir können auch so ganz abstruse Sachen machen, so einen auf Glück basierten Charakter, also nur auf Glücksskill. Da gibt es auch Waffen für die damit skalieren. Also ich glaube nur eine oder zwei, aber wäre auch eine Möglichkeit. So, wir können untoten Knochensplitter, haben wir die nicht? Nee. Zauber einstimmen, Lagerkiste, nee. Aber stimmt hier hinten bei dem Boy. Heiltränke brauchen wir noch. Das ist auch, glaube ich, der einzige NPC,
der so eine Animation hat. Vor allem auch, ich glaube, Gesichtsanimation. Ich glaube, die anderen haben alle gar keine. Well, a newcomer, I see. I am Andre. I serve at this shrine as a humble smith forging weapons. You're in search of the Lords of Cinder. Ich suche die Lords of Cinder. Tut mir echt leid, wenn ich das ein bisschen skippe. Müsst ihr mir einfach mal schreiben, wenn ich das lassen soll, dann lasse ich das in Zukunft. Und laber mit denen nochmal ganz normal durch. Genau, hier Estus wollte ich. Und dann zuweisen. Mehr Heiltränke, jawohl. Pretty, be careful. Ich be careful, auf jeden Fall. Ja. Stimmt, eine Anfangswaffe hätten wir uns noch holen können. Obwohl, nee, brauchen wir nicht. So, The Blade Master. Zu dem ist auch noch einmal. Das Fiese an Dark Souls ist halt eigentlich auch das Unbekannte, ne? Dadurch, dass man halt nicht weiß, hinter welcher Ecke was steht und wie sie stehen, tritt man halt häufig auch in die Fallen rein, aber sobald man eigentlich das alles so ein bisschen kennt, ist es gar nicht so böse. So, wie habe ich denn das immer gemacht? Ich glaube, ich habe mich irgendwie hier hingestellt und dann ist der irgendwie hier so links runtergerutscht. Hat aber auch nicht immer funktioniert. Ich versuch's halt, ansonsten sterben wir halt. Oder war das hier? Also irgendwie konnte man das, genau, ich glaube so, dass der irgendwie so, ja, genau diesen Move macht und dann springt er da so ins Leere. Sind wir fast ins Leere gesprungen. Jetzt haben wir ihn zu weit weggezogen. Durchs Schild, ey, der haut auch so viel Damage rein, ne? Ja. Ich weiß, es ist so ein bisschen, schon ein bisschen feige, wa? Muss ja auch nicht immer gut kämpfen. Muss ja auch schlau sein. Ja. Ein Arschloch. Uns dem auch schon mal entledigt. Jetzt müssen wir nochmal ans Feuer und dann spawnen seine Items, die er eigentlich verlieren würde. Und dann können wir endlich mal in Richtung Burg Lothric gehen. Wir schon fast eine Stunde rum und aus dem Feuerbandschrein weg. Aber der hat Rüstung für uns. Ganz wichtig, weil wir haben ja nur diese komischen Latz hier, ne? Wir müssen ja jetzt jeden Scheiß mitnehmen. Alles, was wir gerade finden, ist irgendwie geil. Also gerade rüstungmäßig. Ein besseres Schild brauchen wir auf jeden Fall auch. Die Keule geht eigentlich. Mit der Keule bin ich eigentlich ganz zufrieden. Die performt ganz okay. So, das haben wir noch vergessen, ne?
Sonst noch irgendwas? Weiß gar nicht, war da oben? Ne, da oben haben wir, glaube ich, eingesammelt, ne? Ich glaube schon. So. Wir haben bekommen. Weiß gar nicht genau. Die Gewänder des Meisters. Und ich glaube genau. Handschuhe auch noch. Schon mal ein bisschen was zum Anziehen. Und sein komisches Schwert. Das können wir aber wahrscheinlich nicht nutzen. Ne. Shikatana. Oh, wir haben sogar ein Schild. Das kann sogar parieren. Ey, dann nehmen wir das doch. Parieren, sehr, sehr wichtig. Okay. Reisen, die hohe Mauer. Auf geht's. Achso, ich wollte eine Prognose abliefern, wie lange wir hier ansammeln. Ich schätze so 30 Stunden plus, aber unter 40, so zwischen 30 und 40 Stunden werden wir brauchen, um durchzuspielen, um alles zu machen. Wenn ich mich nicht richtig scheiße anstelle an manchen Stellen oder manche Bosse mich mit mir so richtig den Boden aufkratzen. Gerade so die letzteren. Denn 30, 40 Stunden schätze ich immer so gemütlicher Run. So ungefähr. Ich finde es ja auch Wahnsinn, ja, so Speedrun-mäßig. Die manche Sachen irgendwie nur in 10 Minuten oder so. Also durchgespielt, oder ich weiß gar nicht, wie da die Zeit ist. Auf jeden Fall unter einer Stunde. Das ist schon ziemlich heftig. So. Obwohl ich das bei Speedrun so, also gerade wenn es so mit so Glitches und so ist, das sehe ich immer so zwiegespalten. Ja? So, einerseits ist es halt, ne, nicht ordentlich durchgespielt. Das ist einfach nur Hauptsache, ich komme zum Endscreen irgendwie so. Im Prinzip, wenn du den Cheatcode kennst, kannst du ihn eingeben, hast du auch gewonnen oder so. Weiß ich nicht. Das ist so ein bisschen zwiegespalten, finde ich. Aber so, es gibt ja auch so normale Speedruns, die auch, weiß ich, eine Stunde oder zwei dauern, wo wirklich kein Glitch, kein nichts benutzt wird. Ich denke so, weil das ist krass. Das ist krass. So, ich weiß gar nicht, gab es hier Equipment, was wir brauchen können? Ja, auf jeden Fall schon mal eine Hose, das ist nicht schlecht. Ich glaube, da drüben gab es nichts Cooles. Nee, ich glaube nichts. Da gehen wir später auch nochmal lang, um die Sachen einzunehmen, nur jetzt gerade nicht. Wir gehen erstmal hier lang. So, hier ist wichtig, die Typen mit der Bimmel loszuwerden. Da kommt nämlich gleich einer hier hoch. Der da. Oh. Und am besten zu töten, bevor die durchschreit, weil dann werden alle aktiv. Der Vorführeffekt. Weil der weckt die nämlich alle auf. Schlafen da oder beten oder was die da auch machen. Stören einen ja nicht. So, hier oben ist auch noch einer. Der da. Bleiben die anderen nämlich hier alle schön friedlich. Rolle. Aber doch, das ist gut. Ist auch fies, ne? Weil jetzt sieht man den Drachen. Der kommt ja erst gleich, ne? Hat er ganz fiese Ecken. So, das hier. Was mit ihn hier? Zu viel geblockt, die Sau. Ich
Brandbomben. Dark Souls. Die Frage, habt ihr schon Dark Souls gespielt? Und wenn ja, welchen Teil und wie oft? Wahrscheinlich schon ein bisschen öfter als ich. Kann sein. Vielleicht auch gar nicht. So, die walken jetzt erstmal ein Stück da nach unten. Das müssen sie auch, weil dann werden sie mich gleich vom Drachen mit erwischt. So, wir trinken mal ein. Und los geht's. Einer rein, manchmal kommt einer rein. Manchmal kommen sie auch von da rein. Der Drache killt ihn nämlich nicht mit einmal Feuerswipe. Klingt, was ich gerade sagen, hier ist doch einer. Klingt, als wäre da schon einer reingekommen. So, machen wir erstmal die Kiste, ne? Das sind eigentlich die fiesesten Dinge, oder? Die fiesesten Viecher. Und da muss ich sagen, ist der zweite Dark Souls Teil am schlimmsten. Am allerschlimmsten. Weil hier im ersten und im dritten ist es halt so, wenn man die Kisten kennt und man weiß, welche die böse sind, dann ist es gar nicht so schlimm, weil, ne? Haut man einfach drauf und ist gut. Und da ist der zweite Teil besonders böse, weil gerade im NG Plus da kommen neue Kisten hinzu, also dann sind mehr von denen. Und man denkt so, ja, ich kenne die jetzt, ja, aber einmal ist eine Kiste, die sonst keine war, eine Mimik. Das fehlt mir hier so ein bisschen. Im dritten Teil. Das hätten sie da übernehmen können. So, wir haben jetzt hier die Axt. Dafür habe ich auch 12 Stärke geskillt, damit wir diese Axt nutzen können, weil die ist jetzt gerade hier am Anfang sehr, sehr strong. Deswegen 12 Stärke. Hat nicht viele Punkte gekostet und wir haben recht gute Startwaffe. Kann man eigentlich mit jedem Charakter nehmen, so das Ding. Die Items will ich schon haben. Ey, boah, wie war denn das? Ich glaube, einfach durchrennen und überleben. Ich glaube, anders habe ich es nie gemacht. Hier ist, man kann sich diese Vorsprung da oben als Markierung merken. Sobald man hier ist, pustet er. Na, jetzt noch nicht, ne? Wir sind noch unter der Schwelle, aber das ist wie so eine Markierung, kann man sich richtig einfach merken. Claymore. Das Claymore ist auch eine geile Waffe. Erste Mal habe ich immer mit dem Claymore durchgespielt. Auch den ersten Teil. Das allererste Mal Dark Souls war mit dem Claymore durchgespielt. Ist eine super Waffe. So, dat und dat. Jetzt gehen wir wieder. Ist das denn jetzt ein Backstep geworden?
Ach, der ist schon vorbeigerannt? Alter, jetzt haben wir ihn getriggert. Von denen ist das Schwert richtig geil. Das hätte ich gerne. Weil ich glaube, es droppen nur die blauen. Hat die mit dem blauen Umhang. Und zum nächsten Feuer, ja. Ah, den Drachen vergesse ich häufiger, den umzunieten. Ich weiß gar nicht, ob man den außer mit Fernkampf besiegen kann, weil der kommt ja nirgendwo runter. Ich glaube nämlich nicht. Aber das ist halt auch so eine starke Erinnerung im ersten Teil, ne? In dem ersten Drachen auf der Brücke. Das ist irgendwie gefühlt original eher. So waren wir am Feuer schon, ja, ne? Da waren wir schon dran. So, dann können wir hier nämlich runter. Einen Moment warten, dann läuft der eine Typ nämlich raus. Dann können wir weiter. Spammt. Wurfmesseli. Ne, unten müssen wir später rein. Müssen wir jetzt noch nicht rein. So, hier war irgend so einer hat sich ja verwandelt, ne? Ich glaube, ich krieg's noch hin, welcher das war. Der, der hier auch aufsteht. So. Also die Viecher wollen wir nicht. Die Viecher wollen wir nicht, überhaupt nicht haben. Gar nicht. Wenn wir eine Feuerwaffe haben, dann vielleicht. Dann gehen sie noch. Das sind so meine Nemesis, die Viecher. Ich hasse die. Gehen wir es mal hier lang. Der ist halt auch fies, ne? Der provoziert einen die, so, dass man da hinten hinrennt. Und dann kommen seine Buddies, Alter. Machen sie einen auf Gangbang. Ihr seht auch, ne? Ich sterbe halt nicht so viel. Halbe Leben. Einfach Lebenskillen. Das ist gerade am Anfang mega gut. Mega gut. So, hier war ja irgendwas. Schwarze Feuerbomben, sehr schön. Ah, stimmt, die Speerdudes, ne? Hier ist so einer mit Speer. Ist der nicht hier? Doch, da ist er. Der ist nämlich schon ein bisschen behindert. Tschüss, Junge! Ja, so geht's auch. Aber wir haben alle Tränke verloren. Ist nicht geil.
schaffe es noch zum ersten Boss vor der vollen Stunde. Aber wird schwierig, aber möglich ist es. So, hier ist dann auch irgendwas zu finden. Hab ich da oben das schon eingesammelt? Manchmal bin ich so schnell, vergesse ich immer, ob ich das... Hier ist ja auch irgendwo was gewesen, ich glaube ja. Da vergesse ich manchmal die Sachen einzusammeln. Oh, hier unten die Ecke ist aber auch schon schwierig. Und Tränke. Oh, den habe ich vergessen. Den habe ich ja vergessen, da steht auch noch einer drin. Breitschwert. Da dürfen wir halt einfach keine Fehler machen. Jetzt zurückzugehen zum Feuer, das ist so... Nee. Nee. Machen wir nicht. Machen wir anders. Kommt der schon hoch? Ich glaube, den unten haben wir schon getriggert. Ja? Nee. Alter, der Typ war schlau, der hat nämlich hier die Fässer zerschlagen. Das ist nämlich der Trick hier an der Stelle. Oh, wir haben Estus bekommen, sehr schön. Hier kann man nämlich mit Feuerbomben schön runterwerfen. Und die einfach wegbomben. Ja, auf die Fässer, die explodieren nämlich, wenn man drauf wirft. Da, den da könnten wir kriegen. Ein bisschen weiter links. Ah, zieht ordentlich ab. Das war zu weit. Pounds. So, einmal haben wir noch. Der Trick bei dem Zielen ist es hier, man wirft immer geradeaus da, wo der Charakter hinguckt. Und dann immer in der Mitte des Bildschirms. Das heißt, wenn ich hier so nach unten gucke, wirft er jetzt quasi auf die Tonne. Muss ein paar Mal üben, aber so ist ungefähr das Ziel. Immer den Charakter ausrichten. Und dann die Kamera kann man so ein bisschen justieren. Der da hinten ist aber auch schon gut getroffen worden. Ne? Vielleicht kriegen wir den mit einer normalen Bombe. Ah. Wir haben noch 4 Stück. Oh, lieber den Köter hier unten weg. Die natürlich auch anvisieren, aber ist, glaube ich, zu weit weg dafür. Okay, scheiße. Da heben wir noch die Powerbomben auf. Falls wir hier nochmal rein müssen. Was ich nicht hoffe. Ach, da, der ist ja auch noch. Der Axtboy. Macht. Normalerweise sind sie schlau genug, die Treppe zu nehmen, wenn man die anlockt. Gefängnisschlüssel, den brauchen wir nämlich. Jetzt müssen wir gleich ein Stück zurück. Dann können wir unseren Dieb schon mal aus dem Knast lassen. Schon mal echt nice. Hier kommen wir eh später nochmal rein, aber liegt hier oben nicht noch irgendwas? Nee, ne? Nee.
Wieder zurücklaufen was. Dauert ein bisschen. Wir gehen jetzt hier unten rein und lassen den Knirps raus und dann, glaube ich, gehen wir mal zum Feuer. Bietet sich auf jeden Fall an. Wir könnten auch jetzt zum Feuer gehen. Ja, macht, glaube ich, keinen Unterschied, ob wir jetzt oder später gehen. Also von den Souls-Spielen muss ich sagen, Dark Souls 3 auf jeden Fall mein Lieblingsspiel. Bloodborne ist ja, hängt ja auch noch so in der Luft, ne, so als Souls-Spiel. Ja, ist irgendwie cool. Finde ich aber nicht so cool wie Dark Souls 3, muss ich sagen. Dark Souls 3 mein absoluter Favorite. Von allen. Obwohl sehr nah dahinter ist halt auch Dark Souls 2 und 1, aber 1 mehr als 2. Man merkt halt einfach, dass da ein gewisser Design halt gefehlt hat bei der Entwicklung. Vor allem auch teilweise unlogische Zusammenhänge der Welt, obwohl man jetzt die Welt ist an sich nicht immer logisch aufgebaut, aber bei 2 gibt es zum Beispiel so eine Stelle, da läuft man durch einen Sumpf, durch einen Tal zu einer Festung. Diese Festung ist ziemlich weit nach oben gebaut, so nach oben hin ist Himmel, man sieht den Himmel und so ein Kram. Dann geht man diese Festung rein und kraxelt die so nach oben bis ganz an die Spitze. Und dann ist man also im Innern. Und dann nimmt man da einen Fahrstuhl und fährt weiter hoch. Man sieht keinen Himmel oder so, durch den Himmel oder was, und kommt dann bei einem Lavaschloss raus. Und man sich denkt, what the fuck? Warum habe ich dieses Lava-Pit von unten nicht gesehen? Warum scheint da die Sonne? Wie geht das? Aber es geht. Bei Dark Souls 2 geht das. Es funktioniert. Kann man den nicht hier runterhauen? Ja. Das ist halt eine so eine unlogische Sache. Sondern so ein paar Gameplay-Features, wo ich sage, ey, die sind echt ganz geil. Aber manche auch nicht so geil. Deswegen ist der zweite Teil bei mir so... So der eigentlich der schlechteste von der ganzen Reihe. Aber ich glaube, das war halt auch einfach so ein Testgelände für die Entwickler. Der zweite Teil. Man hat gemerkt, die haben viel ausprobiert an Mechaniken. Zum Beispiel dieses Asketenleuchtfeuer, was gab, womit man einzelne Feuer upgraden konnte. Und dadurch dann dieses Gebiet, was mit dem Feuer verbunden war, auf NG Plus geschaltet wurde. Das fand ich zum Beispiel ein richtig geiles Feature. So, das hätten sie auch hier im dritten Teil und so hätten sie beibehalten können. Das wäre nicht ziemlich, ziemlich geil. Weil man damit schon beim ersten Durchspielen auch gerade bei den Bossen sich entscheiden kann, okay, ich mache diesen Boss jetzt zum Beispiel direkt auf NG+, weil er dann was ganz Besonderes droppt. Was er sonst nicht droppt. Das wäre halt eine coole Idee gewesen, das beizubehalten. Die andere Sache war zum Beispiel das mit den, man musste das ja auch machen. Und das fand ich halt ziemlich bescheiden. So, wir haben ihn noch nicht getriggert. Das fand ich ein bisschen bescheiden, und zwar... Wenn man hier die Viecher hier wegkloppt, es ist ja beim zweiten Teil so, dass die irgendwann nicht mehr respawnen. Ich glaube, nach 10-mal töten oder so, dann tauchen die nicht mehr auf. Dann ist das Gebiet irgendwann leer. Das hat halt zwei Probleme mit sich gebracht. Einerseits hat es eine Challenge mit sich gebracht. Man kann nicht unendlich farmen. Andererseits ist es für einen aber auch ziemlich bitter, wenn man jetzt in dem Gebiet hängt und schnetzelt sich da durch und hat eine Million Souls verloren. Die kriegt man nie mehr wieder. Die kann man nie mehr holen. Und weil man nicht mehr farmen kann, ist man halt wirklich irgendwann, ne, so richtig gedingst. Aber andererseits halt eben auch eine schöne Challenge. So, das heißt so, wenn du Souls verlierst, dann ist es eben nicht mehr ganz so trivial, wie hier in den anderen Teilen. Weil es dann einfach weg ist. Es ist dann halt einfach weg. Sehe ich so ein bisschen zwiegespalten. Also mir gefällt das System mit dem Respawn nicht so. Und das nächste Problem war mit das PvP-Skalierung. Das ging ja über Soul-Level. Es ging darüber, wie viele Seelen man bereits eingesammelt hat. Also
Hier ist es PvP so, je nachdem welche Waffe ich habe, ja, und welches Level ich bin. Es wird versucht, immer ungefähr gleich starke Gegner zu suchen, die ungefähr auf demselben Level sind und ungefähr eine gleich starke Waffe haben, die gleich stark upgraded ist. Also ist ganz okay. Und im zweiten Teil ist es halt ganz anders. Da geht es nach, wie viele Seelen man bereits eingesammelt hat. Egal, ob man die verloren hat. Das heißt, wenn man 1 Million insgesamt an Seelen gesammelt hat, egal wofür und für was man sie ausgegeben hat, kämpfst du gegen Leute, die 1 Million Seelen eingesammelt haben. Und das macht's halt, ich sag mal, gerade so für Einsteiger sehr, sehr schwer. Weil Einsteiger sterben sehr häufig und sammeln damit relativ früh sehr schnell einen sehr hohen Seelencount an. Ja, die haben einen sehr hohen Seelenstand und werden dann mit Leuten gematcht, die einen ähnlich hohen Seelenstand haben. Entweder auch Anfänger oder in dem Fall eben Leute, die halt komplett durchgeboostet sind. Das macht für die überhaupt keinen Spaß. Du hast halt meistens kein faire Matches gehabt, weil entweder warst du voll die Crackheads gehabt oder Leute, die genauso scheiße sind wie du, und irgendwie war das auch nicht. Also, war immer komisch. Oder halt noch schlechter, also war schwierig. Fand ich nicht so geil. So, wir sitzen hier am Feuer, weil ich sehe, wir haben die Zeit erreicht. Das Thema mit dem PvP, das werden wir bestimmt noch in der einen oder anderen Folge auch nochmal vertiefen. Einige Themen. Schreibt mir vielleicht einfach mal eure Fragen hin, was ihr vielleicht Ideen habt, so, worüber man auch labern kann, so im Souls-Bereich oder so. Würde mich interessieren und dann habe ich auch was zum Schnacken. Supergeil. In dem Sinne, machen wir hier natürlich direkt weiter. Ihr klickt jetzt noch irgendwie das Zeugs an, was da kommt, ne? Video anklicken und Daumen hoch und rein kommentieren und finde ich alles geil, unterstützt mich bei der Sache hier. Und ja, haltet die Ohren steif. Wir sehen uns. Supergeil.